Wir haben ja lange genug darauf gewartet. Hier ist dann nun endlich der Schleichkatalog für das erste Halbjahr 2021. Jetzt hatte ich sogar die Auswahl zwischen zwei Katalogen, einmal einem Markenkatalog und dem Sammlerkatalog. Ich habe mich dann dafür entschieden, hier den Sammlerkatalog zu zeigen, weil es ja wirklich um die Sachen geht. Der Markenkatalog ist ein bisschen anders aufgebaut, mit mehr Bildern, Hintergrund etc., während es hier wirklich um die Produkte geht. Ich habe mir gedacht, den Markenkatalog nehmen wir uns vielleicht, wenn Interesse besteht, nochmal zur Hand, wenn ich das Teil nicht nur digital, sondern auch wirklich als Druckversion in den Händen halte. Und dann blättern wir den vielleicht mal kurz durch, wenn Interesse besteht, wie gesagt. Weil die Sachen sind natürlich gleich, sie sind nur ein bisschen anders präsentiert in Spielwelten und ähnlichem. Also falls Interesse besteht, kurz mal in die Beschreibung reinschreiben, dass ihr den auch noch sehen wollt, dann machen wir den. Ich habe allerdings keine Ahnung, wann Schleich die Sachen endlich ausliefert. Sie haben ja teilweise geliefert, teilweise noch nicht. Wir warten noch auf die Produkte, obwohl wir die schon lange vorbestellt haben. Es ist ein bisschen chaotisch, ist halt in diesen Zeiten so. Müssen wir leider mitleben. Ja, dann haben wir jetzt hier das Titelbild. Das haben wir schon die ganze Zeit gesehen. Da sehen wir hier diesen Marktstand, der relativ neu ist. Oder besser, der neu ist, das Mädchen mit dem Bollerwagen und dem Hund und das, wie ich immer noch finde, absolut knuffige Lama, was so ein bisschen frech und doch ein bisschen so um die Ecke schaut. Hier haben wir das Schild für den Marktstand und im Hintergrund sehen wir das Bauernhaus. Auf der Seite 2 sehen wir wie immer so ein bisschen was über die Schleichsachen, wertvoll, pädagogisch, bla bla bla. Hintergrund die verschiedenen Tierwelten, Farmwelten und ja, auch Dinos. Jetzt hätte man, da die Dinos hier drin sind, auch ruhig nochmal die Elfen und ähnliches dazu packen können. Aber auch so ist es ein ganz nettes Bild. Ihr könnt das Video an jeder Stelle pausieren. Wie gesagt, es sind richtige Bilder da. Wenn man was genauer lesen möchte, kann man das tun. Hier sieht man so ein bisschen, wie das aufgebaut ist. Die ersten Seiten, wie wir es gerade gesehen haben, sind so ein bisschen im Marketingbereich. Dann kommen wirklich die Figuren. Farm World, Wildlife, Dinosaurier, Eldrador, Horse Club, Bayala, Schlümpfe. Zum Schluss nochmal wieder ein bisschen was im eigenen Sinne, Index und Kontaktinformationen. Wie man sieht, der Katalog hat 108 Seiten, also sollten wir uns ein bisschen beeilen. Nächste Seite war ja schon klar, kommt nochmal ein bisschen was in Eigensache, wie die Tiere modelliert werden und wie sie dann hinterher ausschauen. Nochmal was dazu zur Ausführung von den Schleichsachen. Hier auch nochmal die Preise, dass die entsprechend mit den Fähnchen in den Punkten gezeigt werden, dass jeder Punkt für eine bestimmte Preiskategorie steht. Bei einigen Tieren sind keine Punkte dabei, weil die sind größer und werden einzeln ausgepreist. Das nächste haben wir hier dann die Lizenzen. Da gibt es halt alles, was man so kennt: Bücher, Hefte, Schultüten, Videos, Ranzen, Spiele, T-Shirts, Bettwäsche. Also wer ein richtiger Schleichfan ist, kann sich hier in den verschiedenen Produkt- ja, oder Lizenzbereichen einfach so ein bisschen austoben. Jetzt kommen wir endlich zu den Sachen, die uns wirklich interessieren, und zwar die Produkte. Wie schon gesehen, wir fangen mit der Farm World an. Hier ist mein Lieblingslama. Anfangen tun wir hier mit dem Shire. Also wir gehen jetzt einfach mal durch, was noch im Katalog ist. Wir haben den Shire, die Shire-Stute, das Iselfohlen bleibt, die Katze stehend, Katze sitzend, der Esel, die Tinkerstute, das Tinkerfohlen, das Schwein und auch das Ferkel. Gleiches gilt für den Pinto-Hengst, die Kuh in Schwarzbunt, das Kalb in Schwarzbunt, Fleckviehkuh, Fleckviehkalb, Pintofohlen, Tennessee Walker Fohlen, Mustanghengst, Mustangstute und Clydesdale Wallach. Hier sieht man immer, nebendran stehen die Größen. Das ist hier oben auch nochmal ganz gut beschrieben. Die Verpackungseinheit hat euch nicht zu interessieren, das ist für die Händler. Und hier stehen nochmal die EAN-Nummern drauf. Der Katalog ist allerdings frei zugänglich. Da kann jeder drauf zugreifen. Es sind also keine Firmengeheimnisse, die ich hier preisgebe. Wir gehen die Sachen auch relativ schnell durch. Wie gesagt, der Katalog hat 108 Seiten und wir schauen jetzt einfach nur, was noch im Programm ist. Für den Fall, dass ihr noch irgendein Tier haben wollt und merkt, es fehlt hier, dann jetzt aber husch. Kleidstilstute, Kleidstilfohlen, Erpel, Hahn, Henne, Kaninchen, Ziege, Zicklein, Pintostute und Tinkerhengst. Hier sieht man das auch immer, es ist in drei Sprachen, in Deutsch, Englisch und Französisch gehalten. Nebendran sieht man gleich die Punkte. Wir haben hier den braunen Punkt für die große Clydesdale-Stute, den roten für das Fohlen, den grünen für die kleine Ente. Es gibt auch noch graue für mittelgroße Pferde. Das nächste ist der Tennessee Walker Wallach, die Tennessee Walker Stute, Labrador Retriever Hündin, Labrador Retriever Welpe, Katze, Texas Longhorn Kuh, Texas Longhorn Bulle,
Herefordkuh, Welsh Pony Hengst und Welsh Pony Stute. Wie ihr seht, immer noch sind wir in der Farm World. Weiter geht's mit der Braunviehkuh, dem schwarzen Stier, der französischen Bulldogge, dem Black Angus Bullen, dem Black Angus Kalb, das Texas Longhorn Kalb, das Schaf, Lamm, Dackel und der Zwergschnauzer. Auf der Seite kommen wir nun auch zu den ersten Neuheiten. Wir haben hier aber bei den alten noch die Maine Coon Katze, die amerikanische Kurzhaarkatze, der Rhodesian Ridgeback, der englische Cocker Spaniel, der Schwarzwälder Hengst, die Schwarzwälder Stute, das Schwarzwälder Fohlen, der Truthahn und dann von den neuen die Silver Dapple Stute und der Mustang Hengst. Weiterhin Neues ist der Jack Russell Terrier. Den hat man ja vorhin auch schon mal gesehen. Der ist ja im Buch weiter vorne abgebildet gewesen. Der Pudel, die Bengalkatze, der Hochlandbulle, das freche Lama, der Schwan. Und dann sind wir hier wieder bei älteren Sachen mit der Golden Retriever Hündin, dem Golden Retriever Welpen, der Berner Sennenhündin und dem Schäferhund. Die Sachen sind nicht wahllos im Katalog, wenn man sich das anschaut. Die sind nach den Bestellnummern sortiert. So kommt es natürlich vor, dass zwischen den älteren auch mal neuere Tiere dabei sind. Weiter in der Farmwelt zu den größeren Sachen. Erstmal noch natürlich noch der Dalmatiner Rüde. Dann haben wir hier den Bronco mit dem Cowboy dazu. Das Barrel Racing Set mit den zwei Barrels. Wer es noch nicht gehört hat, es gehören drei Barrels für ein Barrel Racing Set. Auch da bitte nochmal der Hinweis an Schleich. Bitte, bitte packt einfach eine dritte Tonne rein. Das nächste haben wir hier das Team Roping, also den Cowboy, das Pferd mit einem Kalb dazu und einem Gatter. Dann haben wir noch das Bull Riding Set, auch hier mit dem kompletten Gatter. Hier wird im Prinzip so ein Bulle reingestellt, dem Bullen und entsprechend dem Cowboy dazu. Hier unten kann man das nochmal klein abgebildet sehen. Dazu haben wir dann noch die Fütterung der Bauernhoftiere mit allen möglichen Eimerchen, Futtersäcken, Milchkanne, Schubkarre, Mist und ähnlichem. Hier sieht man auch, wie die Sachen einzeln verpackt sind. Der kommt praktisch auf seiner Blistersäule, obwohl es ja nicht richtig Blister ist, ist ja aber trotzdem hier drauf festgemacht. Die Sachen kommen in einem Karton mit einem Sichtfenster und diese Sachen hier kommen in einem geschlossenen Karton. Die Maße, die man hierbei immer sieht, sind dummerweise natürlich nie die vom Produkt, sondern immer nur die von den Verpackungen. Dann geht es weiter mit der Hundehütte. Wie man sieht, ist hier natürlich nicht nur die Hundehütte, sondern auch ein Mädel und ein Hund. Dann haben wir hier das Heuförderband mit Bauer. Da gehört auch noch der Hahn dazu, soweit ich weiß. Weil normalerweise sind hier im Katalog immer alle Sachen abgebildet, die hier auf ein Produkt dazugehören. Nicht hier in den Beispielbildern, aber hier in den groben Bildern. Dann kommt als nächstes der Traktor mit Anhänger. Auch hier, glaube ich, ist das Kalb dabei und auch der Bauer. Denn jeder Bauernhof braucht einen gescheiten Traktor oder beziehungsweise Schlepper oder Bulldog. Je nachdem, aus welcher Region man gerade kommt, wird das ja anders benannt. Dann haben wir noch für Leute, die neu einsteigen, das Farm World Starter Set mit den vier, ja, Standardtieren dazu und den Farm World Tier Mix. Hier den vier weiteren Tieren dazu. Also wir haben hier ja natürlich Hund, Kälbchen, Gans, Fohlen und Katze. Und hier oben haben wir auch nochmal eine Kuh, ein Hahn, ein Schaf und ein Eselchen. Dann kommt das große Bauernhaus mit Stall und Tieren. Hier sieht man, ist eine ganze Menge verborgen, jede Menge Funktionen. Die Funktionen, die bei solchen Sachen möglich sind, werden hier immer angezeigt, dass man so ein Dach aufklappen kann, dass man irgendwas miteinander verbinden kann und auch, wie sich die Figuren bewegen lassen, weil es sind ja nicht alle Figuren gleichmäßig beweglich. Und hier im unteren Teil wird noch so ein bisschen gezeigt, was eigentlich möglich ist. Ebenfalls zur Farm World gehört hier das Baumhaus, was sehr nett ist mit einer Rutsche und jede Menge Tieren und zwei spielenden Kindern. Hier sieht man eine ganze Menge von verschiedenen Blickwinkeln aufgenommen, also mit Fernrohr, wo man die Tiere beobachten kann, einem kleinen Aufzug, einer Strickleiter und so weiter. Dann haben wir noch ein Western-Reitset mit einem Westernpferd, einer Reiterin, Sattel, Trense, Hund und Kalb. Was es auch schon lange bei Schleich im Programm gibt, in verschiedenen Variationen, ist der Kaninchenstall. Hier haben wir jetzt den Stall, zwei Kaninchen, so ein bisschen eine Versteckhöhle und ein bisschen zum Knabbern und ein kleines Gatter. Die Gatterteile sind übrigens erweiterbar, also wenn man mehrere Sets hat, kann man sich hier riesige Ställe bauen. Auch der Hühnerstall ist in verschiedenen Variationen immer wieder mal im Programm gewesen. Hier haben wir wieder einen Hahn, eine Henne, zwei Küken und ein Nest, kleiner Auslauf. Hier kann man sehen, man kann auch den Stall von innen bespielen. Dann gibt es noch ein paar weitere so kleine Tiersets: Minischwein, Mutter und Ferkel,
Ponystute mit Fohlen und ein Geburtstagspicknick. Was ich persönlich ganz nett finde, weil es hier so ein paar andere Artikel gibt, die man auch gut für andere Sets verwenden kann. Dann bietet Schleich auch hier noch den Spielteppich Bauernhof. Hier ist natürlich eine Spielwelt abgebildet in 2D, wo man eigentlich die Sachen ganz gut drauf platzieren kann. Wie man sieht, die Matte ist 133 x 92 cm. Das ist die Dicke der Matte, es ist also relativ dünnes Material. Aber man hat natürlich die Möglichkeit, hier so ein bisschen was, ja, fantastisch aufzubauen. Was hier den Kreisel angeht, wenn man sich das mal überlegt, da, wenn der Traktor drauf fährt, er kann nicht hier ohne weiteres rumfahren. Wenn er den Hänger dran hat, dann wird so ein bisschen, muss er ein bisschen über die Mitte fahren. Nur um mal so eine ungefähre Idee von der Größe zu bekommen. Dann hätten wir hier den Spaziergang mit Labrador Retriever, ein Junge mit Hund und Hundeleine, dazu die Shiba Inu Mutter mit ihrem Welpen und so einem kleinen, ja, Bettchen dazu. Dann haben wir noch eine Welpenstube, hier so ein bisschen Abzäunung, dass die Hündchen nicht entkommen können. Hütte, Spielsachen, drei verschiedene kleine Welpen. Was immer natürlich sehr beliebt ist, sind die Pferdesets. Wir haben hier das Pony Agility Training. Ich glaube, das haben wir uns noch nicht angeschaut. Wir haben ja schon ein paar Sachen geschaut, aber ich habe immer gesagt, wir haben so viel von Schleich, und gehen die nach und nach durch. Wir haben ja auch jede Menge andere Firmen und ich versuche das so ein bisschen aufzuteilen. Aber das ist auf jeden Fall nochmal was, was wir auspacken werden. Auch die anderen Sachen, die wir gesehen haben, die anderen Sets. Ich möchte auch gerne die großen Höfe mal zeigen. Nach und nach kommen wir dazu. Dann haben wir hier noch das Pony Agility Set Rennen, was wir definitiv schon mal gezeigt haben. Das war eines der ersten Sets, die wir ausgepackt haben. Noch im uralten Setup für unsere Videos. Also das sieht man auch noch von der Beleuchtung vom Hintergrund. Da hat sich dann schon einiges getan. Ich habe auch einiges in der Zeit schon seitdem von Schleich gelernt, weil ich kannte die Produkte natürlich, ich kannte die Einzelsachen, aber nicht so, wie es aufgebaut und zusammengesetzt wird. Es ist sehr interessant, sehr einfach zu handhaben und es macht Spaß. Dann haben wir hier das Pony-Slalom noch und das Pony mit dem Flattervorhang. Die meisten Sachen sind nicht in diesen Aufhängesachen verpackt, sondern wir bekommen sie in kleinen Kartons ohne diesen Haken. Meistens jedenfalls, nicht immer. Schaut meistens ein bisschen anders aus. Hier unten sieht man nochmal die ganzen Sets, die wir gerade hatten, dass man die alle miteinander kombinieren kann. Man kann sich also eine riesen Trainingswelt aufbauen. Wenn man den Platz hat, kann man das auch einfach ins Regal stellen und schön finden. So, dann haben wir hier den Pferdestall von der Farm World, der im Prinzip nur einseitig ist. Wir haben hier nur so eine Box drin. Wir haben hier so ein, ja, so ein Putzabteil, wenn ich das so richtig sehe. Pflegeabteil, ein paar Zubehörsachen, eine Bank mit drei Enden und einem kleinen, ja, eine Bank mit drei Enden und einer Wanne. Es scheint so zu sein, dass wenn die Enten so praktisch in einer. Wer immer dieses Foto gemacht hat, hatte sehr viel Humor, finde ich klasse. Die Enten gehen hier praktisch nacheinander rein und springen ins Wasser. Putzig. Dazu kommen zwei Pferde, eine Katze und noch eine. Ich denke mal, das dürfte eine Ratte sein. Oder? Also für eine Maus glaube ich nicht. Wie auch immer, es ist schön, macht Spaß. Allein schon, wenn ich so ein Bild sehe, könnte ich drüber lachen. Hier unten haben wir so ein paar Sachen aufgezeigt, was man damit machen kann, wie man es unterschiedlich aufbauen kann. Wie gerade schon gesagt, also solche Sachen möchte ich gerne mal aufbauen und zeigen. Wir haben jetzt ein etwas größeres Set hier zum Videos machen. Ich weiß nicht, ob es groß genug ist, um das gleich in einem Satz drauf zu bekommen. Aber da lassen wir uns was einfallen. Sonst nehme ich halt einfach die Kamera mal in die Hand und wir bauen es so auf und dann gehen wir halt mit der Videokamera durch. Das wird schon irgendwie funktionieren. Ich muss mir das noch genau anschauen. Wir sind immer noch in der Farm World, haben hier dann den Arztbesuch mit Stute und Fohlen. Stute, Fohlen. Ich nehme an, das soll die Tierärztin sein, auch wenn sie jetzt hier gerade nicht ausgerüstet ist. Aber auf jeden Fall hat sie das Fohlen schon verbunden und die Mutter guckt ganz zufrieden rein. Als Ergänzung zu den Ställen haben wir hier noch den Weidezaun. Auch der kann beliebig erweitert werden. Also ich kann, ja, unendlich viele Zäune nehmen und die einfach miteinander verbinden, habe hier verschiedene Tore jeweils dabei und kann natürlich auch das ganz, ja, ganz beliebig und ganz individuell in verschiedene Koppeln miteinander setzen. Also da ist der Fantasie keine Grenze gesetzt. Wir hatten ja vorhin schon den Kaninchenstall, jetzt haben wir hier noch das Zuhause für die Kaninchen und da kann man auch das Ganze miteinander kombinieren. Wir könnten also den Kaninchenstall noch hier zu diesem Zuhause für die Kaninchen setzen, hätten zu den Kaninchen auch noch. Nein, das heißt ja nicht nur Zuhause für Kaninchen. Wer es heißt Zuhause für Kaninchen und Meerschweinchen? Ich wollte gerade sagen, wir haben zu den Kaninchen natürlich auch noch ein paar Meerschweinchen. Nein, wir haben natürlich das Zuhause für Kaninchen und Meerschweinchen. Trotzdem können wir das natürlich mit dem Kaninchenstall kombinieren. Die beiden Tiere werden ja immer relativ gerne zusammengehalten.
So, dann haben wir noch einen Spielspaß für niedliche Katzen. Wer Katzen kennt, sie klettern gerne, sie springen gerne, sie kuscheln aber auch gerne in Höhlen oder auch mit ihren Menschen. Da haben wir jetzt zwei Kätzchen mit einer Mutterkatze. Ich nehme mal an, das soll die Mutterkatze sein. Einem Katzenkörbchen, was es auch bei den Hunden teilweise gibt, einem kleinen Höhle und dem kleinen Kratzbaum. Hier gibt es wieder verschiedene Möglichkeiten, wie man sieht, wie es aufgebaut wurde. Ich nehme mal an, dass man hier die Sachen individuell in der Höhe verstellen kann. Definitiv ein Set, was wir mal auspacken sollten, oder? Wie gesagt, das sage ich ja bei allen Sets, weil es interessiert mich wirklich und es macht auch Spaß. Dann haben wir hier die Tierarztpraxis, die wir auch schon mal ausgepackt haben. Auch noch, zwar nicht bei dem uralten Setup für unser Video, sondern schon bei etwas Neuerem, aber auch nur ein Zwischenschritt. Wir versuchen ja jedes Mal, wenn wir ein Video gemacht haben, oder ich merke das nach ein paar Videos, was man vielleicht noch verbessern kann, dass es für mich leichter wird und auch für euch schöner wird. Und ich hoffe, wir sind da auch recht erfolgreich dabei. Bei der Tierarztpraxis ist natürlich nicht nur die Praxis dabei, sondern auch hier alle Tiere, die man hier sieht. Und wir haben hier auch noch ein bisschen Stall. Das ist der gleiche Stall, den man bei der Welpenstube hat. Also da könnte man auch das wieder miteinander verbinden. Alle Sachen sind untereinander kompatibel. Man kann sie wunderbar zusammenstecken und hat dann jede Menge Spaß. So, natürlich kann man nicht jedes große Tier einfach immer in das Auto packen und zum Tierarzt fahren. Darum müssen natürlich Tierärzte auch mobil sein und zu den Höfen rausfahren. Hier haben wir den Tierarztbesuch auf dem Bauernhof, ein Tierarzt, der entsprechend natürlich mit seinem Auto zu den einzelnen Höfen fährt und sich um die kranken Tiere kümmert. Was natürlich passend ist, er hat sich hier ein Kälbchen geschnappt, hat das auch schon gleich verbunden, überwacht wird er dabei von Hund und Katz. Hier sieht man auch wieder so ein paar Möglichkeiten. Hier hinten kann man es öffnen, denn man kann den Tierarzt reinsetzen. Er kann auch anscheinend im Auto sitzen und dann gleich zu den Höfen fahren. Ich denke mir, wir kommen jetzt langsam zum Ende der Farm World. Wir haben jetzt hier noch so ein paar Zubehörsachen, die in so kleinen Blisterkärtchen kommen, und zwar Futter für Schweine und Ferkel, Stallpflege auf dem Bauernhof, Futter für Kuh und Kälbchen, Futter für Hunde und Katzen. Ach ja, dann kommen jetzt ja noch die neuen Sets. Das hatten wir schon kurz gezeigt gehabt. Das ist dieser neue Farmstand, das hatte ich auch am Anfang schon gesagt. Da gibt es halt entsprechend diesen mobilen Farmstand. Ich schätze mal, dass der Räder hat. Ja, genau, hier sieht man es, hier hat er Räder. Wird von einem Pony gezogen. Dabei ist ein Junge, wahrscheinlich seine Mutter, die entsprechend auf dem Bauernmarkt ihre eigenen Produkte feilbieten. Das kennt man ja, hat man immer mehr. Wird an bestimmten Tagen wird ein Ma fliegender Markt aufgebaut. Normalerweise kommt natürlich keiner mit einer Ponykutsche dazu, sondern die fahren mit dem Auto daher. Aber auch die Idee mit einer Ponykutsche ist nicht schlecht. Es gibt natürlich auch durchaus Märkte, bei denen keine Autos erlaubt sind, wo dann wirklich alles mit dem Hand- oder dem Pferdekarren hingebracht wird. Ein weiteres neues Set ist der Spielspaß für Hunde. Wobei ich jetzt im Moment hier sagen muss, es sieht für mich so aus, als wenn der Junge mehr Spaß als die Hunde hätten. Aber es ist bestimmt auch ganz lustig. Wir haben hier verschiedene Ringe, Reifen, hier eine Rampe, über die die Hunde müssen, wenn sie entsprechend ihr Agility-Training machen. Die Sachen kennen wir auch teilweise schon aus den ganzen Pony-Sets. Auch hier, wenn man solche Sets hat, man kann das Ganze so kombinieren und so zusammenstellen, dass man ganz eigene Trainingsparcours aufbauen kann und natürlich auch teilweise für die Ponys nutzen kann und umgekehrt. So, dann haben wir hier noch den Bollerwagen. Bollerwagenausflug, wie es heißt. Da haben wir das Mädchen mit einem Knochen für den Hund, den sie dann spazieren fährt. Wenn sie dann irgendwo unterwegs sind, sieht es so aus, als wenn man das Körbchen abmachen könnte, wo sie sich oder der Hund wahlweise reinsetzen können. Ist bestimmt auch witzig, dass man da ein bisschen Wasser reinpacken kann für heiße Tage und dort baden kann. Das scheint sie genau anfassen zu können und auch hier sieht man wieder, wie sich dieses Mädel bewegen kann. Damit haben wir die Farm World abgeschlossen und gehen rüber in den Bereich Wildlife. Für jeden Bereich bekommen wir so ein paar Bilder, wo wir sehen, welche Abenteuer uns hier erwarten. So, als erstes haben wir natürlich hier gleich wieder die Tiere, den Grizzlybär, das Eisbärjunge laufend, den Löwen brüllend, den Alligator, Tiger, Tigerjunges, Tigerweiß, Tigerjunges weiß, Kobra, Pandajunges spielen. Hier haben wir jetzt zusätzlich einen neuen Hinweis, und zwar, viele Tiere sind ja mittlerweile mit beweglichem Kiefer ausgestattet, und das ist der Hinweis, wenn ein Tier einen beweglichen Kiefer hat. Nächste Seite: Krokodil, Ara, Gepardin, Gepardenbaby, Giraffenbulle, Giraffenkuh, Giraffenbaby, asiatische Elefantenkuh, Känguru und Oryx-Antilope. Hier bei dem Krokodil ist wieder die Bezeichnung für beweglicher Kiefer. Betrifft, wie man hier sieht, eigentlich immer den Unterkiefer, der rauf und runter geklappt werden kann. Nächste Seite: afrikanische Elefantenkuh, afrikanischer Elefantenbulle, afrikanisches Elefantenbaby, Pottwal, Jaguar,
Gorillamännchen, großer Panda, schwarzer Panther, Orang-Utan-Weibchen, Orang-Utan-Junges. Hier haben wir wieder einen neuen Hinweis mit beweglichem Arm, also der Arm des Orang-Utan kann nach oben gehoben werden. Und hier genau das gleiche bei dem Jungtier. Weiter geht's mit dem Tukan, dem Weißkopfseeadler, dem Elchbullen, Fuchs, Wildschwein, Faultier, Eisbär, Seehund, Seehundjunges und Walross. Dieses Zeichen hier bedeutet, wie man schon sehen kann, User Wanted Animal. Schleich hat seine Kunden und Fans gefragt, welches Tier sie denn gerne hätten. Hier wurde eindeutig das Faultier gewählt. Ich glaube, es gibt auch mittlerweile keinen Hersteller, der kein Faultier im Programm hat. Was ist ganz nett, man kann es auch irgendwo so ein bisschen was dranhängen, beziehungsweise nicht was dranhängen, sondern das Tier an einem Ast hängen. Eines der richtig netten Tiere, die Schleich hier im Programm hat. So, wieder zurück ins Meer mit dem Blauwal, Orca, Delfin, weißen Hai, rein in die Steppe mit Zebrastute, Zebrafohlen, Löwe, Löwenjungen, Flusspferd und nach Australien mit dem Koala. Wir springen so ein bisschen in den Kontinenten, gehen zurück mit dem Panzernashorn, dem Schimpansenmännchen, dem Weißwedelhirsch, Weißwedelhirschkuh, Weißwedelhirschkalb, Wolf, Luchs, Quokka, Riesenschildkröte und Löwin. Als nächstes haben wir den Komodowaran, das Katter, Waschbär, Vogelspinne, Okapi, Nilpferdjunges, Dromedar, Roter Panda, Wombat und Hammerhai. Auf der nächsten Seite haben wir jetzt das Orca-Junge, das Rentier, den Schneeleopard, mit der Seekuh das erste neue Tier für 2021, das Schnabeltier, den Pinguin, den Dachs, das Warzenschwein, den Ameisenbär und den Wüstenfuchs. Bei diesen neuen Sachen steht immer dabei New 01 2021. Das bedeutet eigentlich, dass sie diesen Monat noch rauskommen müssen und wahrscheinlich diesen Monat im Laufe des Monats bis in den Februar dann auch überall verfügbar sein sollten. Wir hoffen eigentlich, dass die Sachen auch bald bei uns eintreffen. Wir wissen gar nicht, wie ich schon am Anfang gesagt habe, wo unsere Lieferung im Moment steckt. Was ein bisschen schade ist, aber das Zeug kommt ja. Dann haben wir noch den Nasenaffen und den Geier. Damit sind die Einzeltiere soweit abgeschlossen und wir kommen zu den Sets. Die Dschungelforschungsstation Coco ist nach wie vor im Programm. Auch hier haben wir wieder jede Menge Abenteuer, die man mit dieser Station erleben kann. Dazu sind verschiedene Tiere dabei, der Orang-Utan, das Krokodil, der Panther, ein Elefantenjunges und ein Ranger. Auch hier sieht man verschiedene Möglichkeiten, die die Station bietet, mit verschiedenen Höhlen, Öffnen des Mauls und so weiter. Als gute Ergänzung dazu zu der Krokostation, die wir gerade hatten, ist das Quad mit Anhänger und Ranger. Dazu haben wir noch einen Tiger. Wir haben hier hinten einen Käfig, den hatten wir schon mal sowas Ähnliches ausgepackt. Es gab mal so einen Wildlife-Adventkalender. Da gab es auch so einen Käfig dabei. So in der Größe könnte man sich das vorstellen. Wie auch bei den Bauernhoftieren gibt es hier so Starter-Sets. Einmal das Wildlife-Starter-Set mit Zebra, Löwen, Schimpansen und Elefantenbaby und ein Wildlife-Tiermix mit einer Giraffe, einem Flamingo, einem Gepardenbaby, einem Schuppentier und ebenfalls einem kleinen Elefanten. Eine weitere gute Ergänzung für die Krokostation ist der Geländewagen mit Seilwinde. Auch hier haben wir dann nochmal wieder einen Tierarzt, jede Menge Zubehör zu dem Wagen mit Seilwinde, Ersatzkanister und so weiter. Letztes auf dieser Seite haben wir hier eine Wolfsmutter mit Welpen, Wölfin, zwei verschiedene Welpen. Die habe ich sogar schon hier zum Auspacken. Dann noch eine Grizzlymutter mit Jungen und dann die Schleich-Lernkarten Wildlife. Diese entsprechenden Karten, wo man hier so die Pfotenabdrücke der Tiere sehen kann etc. und jeweils ein Tier dabei hat. Und dann haben wir hier noch eine weitere Ergänzung für die anderen Spielsets. Den Helikopter Tierrettung haben wir einen Helikopter, einen Ranger, ein kleines Nilpferd. Ich glaube, der Löwe gehört auch dazu, wenn ich mich nicht wirklich täusche. Müsste zumindest dazugehören, weil er hier so häufig abgebildet wurde. Also er steht zweimal dabei. Bin mir jetzt aber nicht ganz so sicher. Könnte also durchaus sein, dass nur das Nilpferd dabei ist. Nagelt mich bitte nicht fest, dass der Löwe dabei ist. Kann ich jetzt gerade nicht so genau erkennen. So, und nachdem wir natürlich das Tier dann mit dem Helikopter kurz in Sicherheit gebracht haben, muss es natürlich dann gleich in die große Tierrettungsstation kommen oder beziehungsweise in den großen Tierrettungstruck, wo es dann in die Klinik oder in die entsprechende Auffangstation gebracht wird. Hier haben wir alle Möglichkeiten der Erstversorgung für die Tiere. Hier haben wir einen Tierarzt, der hier, auch wie man im Hintergrund sieht, röntgen kann, Untersuchungen vornehmen kann und so weiter mit seinem kleinen Assistenten, dem Erdmännchen. Ich denke auch die Löwin
Hier in dem Fall glaube ich, dass sie dazugehört. Wir sehen sie hier, wir sehen sie hier und wir sehen sie auch hier wieder. Man kann anscheinend den mobilen Tiertrack oder diesen großen Truck hier abnehmen, diesen Container dann praktisch in die Wildnis stellen und dann auch vor Ort jede Menge Untersuchungen vornehmen. Wie bei der Farm World gibt es hier auch einen Spielteppich Wildlife in der gleichen Größe, aufgedruckt jedoch mit ein paar Dschungelmotiven, auf denen man im Prinzip seine Autos fahren lassen kann und die Stationen platzieren kann. Wie bei allen Sachen haben wir immer so ein paar Zubehörsachen. Hier haben wir einen Angriff der Hyäne. Zum Abwehren wird Feuer und ein Netz genutzt. Ob das bei einer Hyäne viel nutzen wird, sei mal so dahingestellt. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob der Strauß mit seinem Küken dazugehört, denke jedoch ja, weil es doch so ausschaut, als wenn der Ranger hier die beiden oder diese kleine Familie so ein bisschen verteidigen würde. Dann haben wir noch das Set Löwenmutter mit Babys. Das haben wir schon im Video gezeigt. Ebenso das Zuhause für Schildkröten, was ich sehr, sehr niedlich finde mit den kleinen Schildkröten. Ich glaube, die Begeisterung hat man im Video auch gemerkt. Falls nicht, ich fand das total putzig. Neu ist die Eisbären-Rutschpartie. Da haben wir zwei kleine Eisbären auf einer Scholle und einem Narwal. Diese Scholle, glaube ich, schwimmt. Ja, klar, wir haben hier den Hinweis, dass sie schwimmt. Also die kleine Scholle würde schwimmen. Wenn ich ein bisschen Wasser habe, kann ich die Scholle draufpacken und dann die Eisbären drauf platzieren. Dazu gehört anscheinend auch der Narwal. Das hatten wir vorher schon mal gezeigt in dem ersten Video, wo wir die Neuheiten besprochen haben. Und auch da fand ich das schon etwas befremdlich, dass so ein Eisbär auf so einem Narwal reitet, weil der findet das ganz sicher nicht lustig. Dann haben wir hier noch unsere kleine Alpaka-Familie. Alpaka mit zwei Babys und ein bisschen Grünzeug. Das war's dann jetzt auch schon mit Wildlife und wir gehen weiter in die Dinosaurierwelt. Da haben wir jetzt hier so drei Charaktere, die so ein bisschen mehr cartoonmäßig ausschauen im Gegensatz zu allen anderen Figuren, die wir haben. Ich bin mir jetzt nicht ganz so sicher, ob das jetzt hier wirklich die Figuren sind oder Zeichnungen. Sie sehen schon dem hier sehr, sehr ähnlich, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der permanent sein Auge zukneift. Wie auch immer, schauen wir einfach mal rein. Zuerst haben wir wie bei allen Bereichen die einzelnen Tiere, die gehen wir jetzt einfach mal kurz durch. Den Tyrannosaurus Rex, den Dilophosaurus, den Barapassaurus, den Dunkleosteus, den Brachiosaurus, den Utahraptor, den Archocanthosaurus, den Velociraptor. Auch hier haben wir wieder die gleichen Symbole. Teilweise ist der Unterkiefer beweglich und ein Booklet dabei. Hier haben wir noch zusätzlich bei dem Utahraptor sogar noch die Arme des Utahraptors können bewegt werden. Haben wir genauso beim Velociraptor. Dann haben wir einen Carnotaurus, einen weiteren Tyrannosaurus Rex, einen Triceratops, ein junger Tyrannosaurus, ein junger Tyrannosaurus Rex und ein Pteranodon. Als nächstes kommt dann der Spinosaurus, der Giganotosaurus, das Dimetrodon, das Dimorphodon, den Animantrax, den Dracorex, den Diaboloceratops, den Plesiosaurus und den jungen Giganotosaurus. Dieses Toy-Insider-Symbol scheint hier irgendeine Auszeichnung zu sein. Der Plesiosaurus scheint nicht nur einen beweglichen Unterkiefer zu haben, sondern hat gleich einen beweglichen Kopf. Weiter geht es mit den Dinos. Wir haben den Postosuchus, den Ceratosaurus, den Krylophosaurus, den Augustinia, den Baryonyx, den Ankylosaurus, den Pachycephalosaurus, den Caprosuchus, den Mosasaurus und den Brontosaurus. Bezeichnungen sind wieder identisch, hier mit den kleinen Symbolen. Man sieht aber, hier sind schon wieder einige neue dabei. Der Mosasaurus war ja beim ersten Jurassic World Film der heimliche Star. War klasse gemacht, hat mir auch sehr, sehr gut gefallen und ist bei vielen sehr, sehr beliebt dadurch und auch bekannt geworden. Jetzt kommen wir auch bei den Dinos zu den Sets. Wir haben als erstes hier das Dino-Set mit Höhle. Hier haben wir auch verschiedene Dinos dabei, ein paar Knochen, ein Schädel und dazu natürlich die schöne Felsenformation. Neu war ja letztes Jahr die große Dino-Forschungsstation, die man hier auch sieht, mit unheimlich vielen Möglichkeiten, mit Dino-Gehegen, mit allem, was man sich so vorstellen kann und mit allen möglichen Sachen, die man auch aus den Jurassic World-Filmen kennt. Aber ich habe diese Dino-Station in irgendeinem Video schon mal etwas genauer besprochen. Angeschaut hatten wir sie uns noch nicht, das weiß ich. Passend zu den Sachen, also zu den Forschungsstationen oder zu den großen Sets, gibt es hier immer so kleine Ergänzungssets. Wir haben hier den Geländewagen mit Dino-Außenposten. Sprich, ein Geländewagen mit einem Gatter, einem Dinosaurier und jemand, der diesen Dinosaurier füttert. Wobei ich das natürlich ein bisschen sehr riskant finde, mit so einem kleinen Gatter das per Hand reinzureichen. Da ist auch schnell mal der ganze Arm weg.
Das finde ich dann hier schon ein bisschen besser, wenn das Tier mit der Beute praktisch oder mit dem Futter in das Gehege gelockt wird. Dann haben wir noch den Tyrannosaurus Rex-Angriff. Da haben wir den T-Rex mit einem kleinen Stegosaurus-Baby dazu. Ich denke mal, dass der T-Rex den Stegosaurus angreift. Wie auch immer, wir haben hier eine Schlinge, mit dem der T-Rex eingefangen wird und dann wahrscheinlich das kleine Stegosaurus-Baby gerettet werden soll. Auch hier haben wir ein Quad, und zwar Flucht auf den Quad vor Velociraptor. Da wird auch wieder ein Tier, ein kleiner Ankylosaurus, gerettet, schätze ich mal, vor dem Velociraptor. Und alle sind glücklich, bis auf den Velociraptor, der nichts zu essen hatte. Das Fangen von Dinos scheint hier ein großes Thema zu sein. Wir haben hier die Jetpack-Verfolgung. Da kann ein einzelner Ranger mit einem Jetpack ausgerüstet werden und hinter einem Flugsaurier herfliegen und diesen mit dieser Schlinge hier einfangen. Ich weiß nicht so genau, wie das funktioniert. Es ist anscheinend der gleiche Mechanismus, den ich schon bei den T-Rexen vorher gesehen habe. Da werden wir auf jeden Fall mal irgend so ein Set auspacken und uns das anschauen, weil wie das funktioniert, würde ich schon gerne wissen. Hier sieht man, es kommt aber erst im Juni 2021. Ich würde auch dieses Jahr ein bisschen damit rechnen, dass sich eventuell einige Sachen verzögern können. Also nagelt die Leute nicht drauf fest, nagelt uns nicht drauf fest, nagelt die Firmen nicht drauf fest. Es kommt alles, es verzögert sich halt nur ein bisschen. Wie ich gesagt habe, also bei den anderen Sachen gab es ja auch diesen Squad, gibt es natürlich hier auch einen Dinosaurier. Wir haben die Sachen immer nur so ein bisschen anders angemalt. Vorhin hatten wir so einen beigefarbenen Heli, jetzt haben wir den hier im Blau. Wir retten keine kleinen Nilpferde, sondern wir haben eine Attacke eines Flugsauriers in der Luft. Abenteuer ohne Ende. Dann haben wir hier ein Zaunerweiterungsset, was ich persönlich sehr, sehr gut finde. Wir können dann unsere große Dino-Station, falls sie schon jemand hat, mit unendlich vielen Gehegen ausstatten. Das kann man hier sehen. Man kann jedes Gehege einfach hier an die Dino-Station ankoppeln und kann das praktisch beliebig groß ausführen. Weiteres Zubehör ist so ein Feilset. Das ist ja bei der großen Dino-Station, das kann man hier ja sehen. Kann man hier aus diesen Kanonen so Pfeile rausschießen. Ich denke mal, da die ja doch dann irgendwann mal verschwinden im Staubsauger oder ähnlichem, kann man hier so ein Set nachkaufen, was ich sehr, sehr gut finde. Ein etwas älteres Set ist hier diese große Schädelfalle mit Velociraptor. Wir haben diesen riesigen Schädel, haben den Raptor. Und da kann man auch sehen, das kann man einzeln aufbauen, das ist aus mehreren Teilen zusammengesetzt. Damit lassen wir das Zeitalter der Dinosaurier hinter uns und begeben uns in die Welt von Eldrador. In der Welt von Eldrador gibt es ja doch eine ganze Menge Monster. Mittlerweile heißt es ja auch Eldrador Creatures. War im Anfang ein bisschen schwierig, aber hat mittlerweile doch relativ viele Fans gefunden und die Figuren werden meiner Meinung nach immer besser und fantasievoller. Auch hier fangen wir wie immer erstmal mit den Figuren an. Wir haben den Lavagolem mit Waffe, ein Eismonster mit Waffe, den Höllenhund, den Schneewolf. Dann haben wir schon Kampf um die Superwaffe, Frostmonster gegen Feuerlöwe. Da haben wir diese beiden Tiere entsprechend, die hier um diese Waffe kämpfen. Den Feuerstier und die Eisspinne, die Panzerkröte mit Waffe. Auch hier bei den Tieren haben wir entsprechende Hinweise. Man sieht, dass man hier bei der Kröte die Arme bewegen kann. Wir haben Waffen, die austauschbar sind, sprich man kann sie aus den Händen rausnehmen und drehbare Hände. Das erste größere Set ist hier der Angriff auf die Eisfestung. Wir haben hier auch wieder zwei Tiere. Wir haben hier so ein bisschen Eiswelt aufgebaut. Das ist ein Kunststoff, der teilweise auch klar ist. Sieht aus wie so ein bisschen blaues Eis. Nett gemacht. Wir haben auch hier wieder so eine Wunderwaffe, so wie so ein Excalibur, was irgendwo im Schnee oder im Eis feststeckt, um das gekämpft wird und der Sieger bekommt wie immer alles. Nächste Tiere ist der Blizzardbär mit Waffe, der Feueradler, Monstergorilla, das Pflanzenmonster mit Waffe. Dann haben wir eine Felsenbestie, einen Schattenpanther, einen Lavadrachen und einen Eisdrachen. Wie man auch hier sieht, die beiden Sachen sind neu. Sollen eigentlich auch im Januar, Februar kommen. Das ist also immer der Erscheinungsmonat, der so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen ist, aber sollte eigentlich funktionieren. Dann haben wir das Steinmonster, den Lavaskorpion, den Eisgreif und das Dschungelungeheuer. Hier sieht man wieder, wir haben hier verschiedene bewegliche Glieder, neues Symbol. Man kann hier bei dem Skorpion diese einzelnen Teile bewegen. Und auch hier bei dem Eisgreif sind die Flügel beweglich. Und hier bei dem Dschungelmonster sieht man, dass die Lianen beweglich sind. Die Welt von Eldrador ist nicht so groß, erweitert sich aber immer weiter und wie gesagt hat immer mehr Fans. Trotzdem gehen wir gleich weiter und zwar zum Horse Club. Der Horse Club ist einer der größten Bereiche bei Schleich und auch durch die Pferde, die ja immer ein Riesenthema sind. Und auch hier gibt es immer mehr neue Sets. Aber zunächst haben wir auch hier die Pferde. Das Trakehnerfohlen.
Die Islandponystute, Andalusierstute, Haflingerstute, Haflingerfohlen, Islandponyhengst, Hannoveranerstute, Hannoveranerfohlen, Lipizzanerstute und Lipizzanerfohlen. Andalusierhengst, Andalusierfohlen, Quarterhorse-Stute, Quarterhorse-Hengst, englische Vollblutstute, Holsteiner Stute, Holsteiner Wallach, Holsteiner Fohlen, Appaloosa Stute, Appaloosa Fohlen, Connemara Stute, Painthorst Stute, Painthorst Wallach, Painthorst Fohlen, Lipizzaner Hengst, Tarkener Stute, Knappstrupper Hengst, Knappstrupper Fohlen, Friese Stute, Araber Hengst. Nächste Seite, nächstes Glück. Araber Stute, Trakehner Wallach, Knappstrupper Stute, Achalterkener Hengst, American Saddlebred Stute, American Saddlebred Wallach, Pura Raza Española Stute, gleiches als Hengst und als Jährling und dann noch ein deutsches Reitpony. Hier ist man jetzt dazu übergegangen, die verwandten Produkte mit aufzulisten. Wir haben hier die Stute, also ist hier als nächstes der Hengst und das Jungpferd verlinkt. Bei dem Hengst ist die Stute und das Jungpferd verlinkt, bei dem Jungpferd die Stute und der Hengst. Ja, das ergibt sich ja eigentlich aus dem Namen schon, die Familien konnten eigentlich früher schon immer leicht gebildet werden. Hier bei dem deutschen Reitpony haben wir schon gleich den Wallach dazu, den wir auch als nächstes auf der ersten Seite finden werden, mit dem Hinweis zur Stute. Dann haben wir die Hannoveraner Stute Rappe, Hannoveraner Wallach Falbe, Hannoveraner Fohlen Falbe. Das ist jetzt zu den Tieren. Hier haben wir auch wieder die Verknüpfungen dazu, wobei man sagen muss, dass die Hannoveraner Stute Rappe auch schon in dem Reitset dabei ist. Muss mal gucken, ob das noch hier im Katalog drin ist, dann werde ich da gleich nochmal zurück drauf verweisen. Wir haben dann jetzt weitere Sets, den Waschplatz, der auch hier mit diesem Ständer, den es leider nicht mehr einzeln gibt, noch zu bekommen ist. Futterset, wie immer Kisten, Heu, Hafer, Stroh. Ein Springparcours mit 4 verschiedenen Hindernissen, die man auch so ein bisschen einzeln gestalten kann. Man kann einzelne Planken rausnehmen, man kann es in verschiedenen Höhen setzen. Man könnte jetzt auch hier nur eine Mauer setzen, für Anfänger und Fortgeschrittene geeignet. Das nächste ist das große Reitturnier mit Pferden. Hier haben wir diese große Arena, haben auch nochmal Hindernisse dabei. Wir können natürlich die Hindernisse, die wir gerade gesehen haben, wunderbar dazu kombinieren, teilweise um die Sprünge kleiner zu machen oder auch entsprechend, wie man es hier sieht, dass man einmal den Sprung so aufbaut und einmal so aufbaut. Das nächste ist der Reiterhof mit Reiterin und Pferden. Den gab es ja schon mal in 2 Farben, den gab es ja eine ganze Zeit auch in der Farm World, in diesen gedeckten Farben, in diesem braun-grün. Im Moment gibt es ihn halt nur noch in diesem weiß und pink. Ja, über die Farben kann man sich streiten. Der Hof selber ist sehr, sehr schön. Gefällt mir gut, ist einfach zu bauen, ist einfach hier aufgebaut und auch richtig schön erweiterbar. Wie man sieht, kann man hier aus dem Dach auch eine Arena bilden, die es auch mal einzeln gab, aber glaube ich auch nicht mehr gibt. Ich habe irgendwo noch den Hof stehen, glaube ich, als Reiterhof von der Farmserie. Wie gesagt, gibt es ja so nicht mehr. Mal schauen, vielleicht schauen wir uns entweder den an oder den anderen. Kann ich noch nicht sagen, aber ist auf jeden Fall geplant. Und so eine Reitarena habe ich definitiv hier schon stehen. Aber auch von der Farmserie, aber nur die Reitarena. Dann haben wir hier den Pickup mit Pferdeanhänger. Hier sieht man auch wieder, da ist also auch die Friesenstute dabei und das ganze Zubehör. Da sieht man, dass hier einen Platz für Sattelzaumzeug gibt. Es gibt wieder, dass man Türen öffnen kann. Und hier auch, dass der Hänger ein abnehmbares Dach hat. Also man könnte auch größere Pferde reinbringen, was ja teilweise sonst ein bisschen schwierig ist. Das sind alle Sets, die man auch wunderbar zu dem Reiterhof und zu dem Reitturnier nutzen kann. Wir haben den Reithof, man fährt mit dem Hänger dann zum Reitturnier. Wie zu allen anderen Sachen haben wir auch wunderbare Ergänzungssets. Hier haben wir das englische Vollblut mit Decke, das Fohlen mit Decke. Wir haben Pferdebox mit Lusitano-Stute, Pferdebox mit Arabern und Pferdepflegerin. Das Schöne an diesen Boxen ist, die können wir natürlich, da sie farblich auch passen, wie man es hier sieht, wunderbar zum Stall stellen. Wir könnten natürlich, was weiß ich, hingehen, eigentlich theoretisch unendlich viele Boxen reinsetzen, weil man hat ja doch viel, viel mehr Pferde als Boxen zur Verfügung stehen. Ist natürlich ein etwas teurer Spaß, die Möglichkeit besteht jedoch. Auch bei Pferden sind mobile Tierärzte ein absolutes Muss, weil auch das Pferd kann ja nicht einfach jedes Mal in die Praxis kommen. Oder es wird natürlich teilweise schon zum Tierarzt gefahren oder in die Tierklinik gefahren. Aber doch oft kommt der Tierarzt nur einfach so zum normalen Check-up. Dafür haben wir jetzt hier diese mobile Tierklinik oder diesen mobilen Tierarztwagen, wo jedes Tier auf dem Hof gleich einmal durchgecheckt werden kann. Hier haben wir dann auch die Reitarena alleine. Das hatten wir ja vorher schon mal gehabt
Da habe ich ja gesagt, das kann man von dem großen Stall abnehmen. Das ist anscheinend nur so reingesteckt. Das ist hier die Reitschule mit Reiterinnen und Pferden. Man kann das natürlich auch wunderbar, wie bei allen anderen Sachen, einfach ergänzen. Also es spricht nichts dagegen, sich dieses Set nochmal zu holen und neben dem Stall zu stellen. Wer so viel Platz hat, da kann man eine ganze Menge aufbauen. Ja, dann haben wir jetzt hier die Reitsets und zwar Horse Club Hannah und Cheyenne, Horse Club Sophia und Blossom, Horse Club Lisa und Storm, Horse Club Sarah und Mystery. Figuren sind beweglich, teilweise Arme, teilweise ein bisschen die Beine. Sattel und Trense sind hier abnehmbar. Jeder Club braucht auch ein Clubhaus. Und da gibt es auch schon den Wohnwagen für geheime Clubtreffen. Auch den habe ich hier schon stehen, weil den sollen wir auch nochmal uns anschauen. Mit jede Menge Möglichkeiten, mit Verstecken, mit Übernachtungsmöglichkeiten. Den kann man komplett ausziehen. Man hat also jede Menge Variationen. Man kann das hier einen Unterstand für Pferde bauen, obendrauf ein kleines Picknick, den Teeparty oder ähnliches feiern. Es wird bestimmt recht lustig. Ich freue mich da schon sehr drauf, denn ich finde das extrem interessant und spannend. Sowas hätte ich mir auch immer schon mal gewünscht. Dann gibt es natürlich noch zum Stall, zum Clubhof, zum allem den großen Pferdehof mit Wohnhaus und Stall. Das Teil ist wirklich groß. Wenn man sich das hier anschaut, das ist die Größe hier von dem Wohnhaus und dem Stall. Das ist fast 1 Meter. Da braucht man schon wirklich Platz, um sich das hinzustellen, hat aber unendlich viele Möglichkeiten und braucht ein bisschen Zeit zum Aufbauen. Darum habe ich bis jetzt auch mal gescheut, das aufzustellen, weil das wirklich das Größte ist, was es so gibt. Ich möchte es gerne hinstellen, möchte es auch mal machen, dass man sehen kann, wie man es aufbaut, wie viel mit drin ist und was man damit alles machen kann. Wollt ihr das wirklich sehen? Wenn ja, dann nehme ich so ein Teil und baue das mal auf, dass man das mal sich betrachten kann. Weil ich glaube, es ist schon interessant und dann auch wirklich zu gucken, wie die Größenverhältnisse sind, wie leicht es aufzubauen ist oder ähnliches. Weil es scheint ein bisschen Zeit in Anspruch zu nehmen, bis es aufgebaut ist. Aber ich bin ja für meine kurzen Videos bekannt, oder? Weiter geht's mit den Sets. Horst Club Hannas Erste-Hilfe-Set, Horst Club Sophias Modekreation, Horst Club Sarahs Tierbabypflege, Horst Club Lisas Turniertraining und Pferdekoppel mit Eingangstor. Auch hier alles, wo Koppeln und sonstiges dabei sind, man kann diese Koppel immer erweitern und entsprechend miteinander kombinieren. Dann haben wir Horst Club Hannas Western-Reitset, das haben wir auch schon mal gezeigt. Auch da haben wir nur, was ich immer noch wieder faszinierend finde, nur 2 Barrels dabei. Immer wieder Barrel Racing, 3 Barrels. Auch hier kann man alles von dem Pferd abnehmen. Die Reiterin ist abnehmbar. Das sieht man hier, also das Pferd ist einfach ein nettes Checktierchen. Dann hier unten haben wir noch den Horse Club Mias Voltigier-Reitset. Das haben wir noch vor gar nicht allzu langer Zeit schon mal gezeigt. Da kann man auch alles abnehmen, bis auf die Gamaschen von dem Pferd und die Haube, die bleiben dran. Ist wahrscheinlich nicht anders möglich, finde ich aber ein bisschen schade. Wobei ich mir schon vorstellen könnte, dass man vielleicht einfach so ein Formteilchen machen kann, ein bisschen so gummiert, wie man es auch teilweise bei den anderen Gamaschen gemacht hat, dass man es einfach dann auf das Pferdchen draufziehen könnte. Würde mir persönlich besser gefallen, weil wenn es dann mal auf der Weide oder in der Box steht, wie hier, weiß nicht. Es ist schon mal gut, dass man den Rest abmachen kann und es ist eigentlich ein recht hübsches Pferd, hat man ja, glaube ich, auch gesehen. Dann haben wir noch die Trakehnerstute Reitturnier, Satteldecke abnehmbar, Gamaschen, Haube nicht. Gleiches gilt hier für den Friesenhengst. Sattel und Trense runternehmbar. Haube und Gamaschen nicht. Dann haben wir noch Horse Club, Hannas Gastpferde mit Hündin Ruby. Wieder natürlich Hundehütte. Ein bisschen was hier Gatter und Pferde dazu. Ein bisschen was Bäumchen, Halfter und so weiter. Wie bei allen anderen Sachen gibt es auch hier einen Spielteppich Horse Club. Wenn man schon alleine geschaut hat, wie groß die Sachen sind, wenn man gesehen hat, dass das eine Haus alleine fast 1 Meter ist, ist das natürlich relativ klein. Man sollte sich vielleicht überlegen, wenn man sowas hat, vielleicht 2 Matten aneinander zu setzen oder noch was anderes dazu zu packen oder die Matte nur irgendwo anzustellen, dass man praktisch das Haus von außen stellt oder ähnliches. Weil sonst ist die Matte sehr, sehr schnell voll und man hat keinen Spielplatz mehr drauf. Dann haben wir die große Pferdeshow. Das war auch was, was ich eigentlich für letztes Jahr schon geplant hatte zum Auspacken. Weil das wollten unheimlich viele sehen, kann ich durchaus verstehen, weil es doch sehr, sehr viele Kleinteile dazu gibt. Und ich denke, das kann man auch machen, auch wenn der Karton sehr groß ist. Da das Ganze hier so in Modulen aufgebaut ist, dürfte das auch für mein Setup relativ leicht zu zeigen sein. Und wie gesagt, dann könnte man es ja hinterher immer nochmal, wenn es dann komplett aufgebaut ist, zusammenschieben und dann per Hand filmen. Dann haben wir die Pferdekutsche, auch die haben wir schon aufgebaut.
Das war, wo ich ziemlich gefehlt habe, um die Sachen hier drauf zu bringen, weil ich natürlich mal wieder nicht geguckt habe, sondern einfach gemacht habe, was mir hier schon mehrfach zum Verhängnis geworden ist. Dann hätten wir noch den Pasofino-Hengst Pferdeshow und die Rocky Mountain Horse Stute Pferdeshow. Dann haben wir weitere Clubsets. Und zwar haben wir hier Hannah und Cheyenne, Sophia und Blossom, Lisa und Storm und Sarah und Mystery. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum das nochmal kommt. Weil die anderen Sets, die wir hatten, da hat man gesehen, da konnte man bei den Reiterinnen auch die Beine bewegen. Hier bei diesen Sets mit diesen Nummern sind nur die Arme beweglich. Da kann man sagen, was man möchte. Wenn ich das nicht möchte, dass ich die Beine bewegen kann, weil das ein bisschen komisch ausschaut, wenn sie sitzen. Dadurch, dass sie diese relativ großen Gelenke haben, kann ich sagen, okay, ich kann im Moment noch auf dieses ausweichen. Und wenn ich beides beweglich haben will, weil ich will ja, dass sie auch mal stehen, dass ich was anderes mitmachen kann, dann ist das andere Set richtig. Dann haben wir hier noch Horse Club Mia und Spotty, die es allerdings nur so gibt. Da haben wir noch das niedliche kleine Pony dazu und eine kleine Aufsteigehilfe. Das ist so die kleine Schwester, die den immer hinterher reitet. Die, die man eigentlich nicht will. Wobei kleine Schwestern schon große Klasse sein können. Ja, und wenn die Abenteuer überstanden sind, was gibt's Schöneres als einen kühlen Milchshake oder eine Tasse Tee, Tasse Kaffee? Nichts. Dafür gibt's das Reitercafé, auch leider noch nicht aufgebaut. Ich weiß, auch das sollten wir uns anschauen. Wie gesagt, es gibt unheimlich viele Sets. Wir gucken sie uns an. Haben hier sehr, sehr viel Kleinzeug. Wir haben auch natürlich immer ein extra Pferd dabei. Gefällt mir sehr, sehr gut mit jede Menge so, ja, wirklich Kleinkram dabei, den man mit allen anderen Sets wunderbar verbinden kann. Wenn man sowas hat, sollte man sich eine große Kiste besorgen. Ich weiß nicht, häufig gibt es ja sowas von so Lebkuchen oder sowas. Sowas habe ich mal aufgehoben, in denen ich mir so Zubehörsachen reinlege. Sprich, wenn ich das Ganze habe, wenn ich hier so ein Pferd oder ein großes Pferd habe, was sehr, sehr viel Zubehör hat, was ich natürlich nicht immer benutzen kann oder nicht benutzen möchte, was auch immer, packe ich das alles einfach in diese Kiste rein. Damit habe ich das alles an einer Stelle und kann das nach Bedarf rausnehmen und dekorieren. Ich denke, auch hier sollte man sich so ein paar Kisten besorgen oder so eine kleine Klappbox, die man richtig gut verschließen kann. Zur Not tut es auch einfach nur ein Ziplock, wo man es richtig oben zumachen kann, wo das Kleinzeug drin ist. Dann geht es nicht verloren und ich kann es einfach rausholen. Wenn ich mehrere Sachen habe, kann ich sogar gerade bei den Ziplocks sagen, ich beschrifte mir die sogar und lege rein, in eins kommt Futter rein, in eins kommen die Blumen rein, etc. Hilft. Und man hat die Sachen dann immer zur Hand, wenn man sie haben möchte. Dann habe ich hier noch den Spielspaß mit Fohlen. Einzelne Reiter, Freizeitreiterin Rosa, Reiterin Türkis, die Stallapotheke, Fohlenpflege, Decke, Halfter, Horstclub Hanna und Cayenne, Decke und Halfter, Horstclub Sophia und Blossom, Decke und Halfter, Horstclub Lisa und Storm, Decke und Halfter, Horstclub Sarah und Mystery, Zubehör Pferdeschuhpflege, Zubehör Pferdeschuhschmuck. Schmuck. Das war das Teil, was ich falsch rum aufgebracht habe ans Pferd. Hätte ich mir vorher die große Horseshow angeschaut, hätte ich gesehen, wie rum es drauf gehört hat. Aber sie haben alle darüber über mich gelacht, dann hat es auch den Zweck erfüllt. Dann haben wir noch Sattel und Zaumzeug für Hanna und Cayenne, Sattel und Zaumzeug für Sophia und Blossom, Sattel und Zaumzeug Horseclub Lisa und Storm, Sattel und Zaumzeug Sarah und Mystery. Jetzt fragt ihr euch vielleicht, warum sagt sie einmal Hanna und Cheyenne und einmal Hanna und Cayenne? Ich hatte das Tier sogar schon mal hier mit CH geschrieben gesehen. Viele sprechen dann bei CH das Cheyenne aus. Wenn man aber in Bayern ist, wird das anders ausgesprochen. Wir kommen ja hier aus Bayern. Wir sagen zum Beispiel auch nicht China, sondern China. Nicht Chiemsee, sondern Chiemsee. Ich habe aber vorhin gerade gesehen, das wird gar nicht mit CH geschrieben, sondern einfach nur mit C. Also Cayenne auf jeden Fall. Das waren jetzt die Abenteuer aus dem Horseclub. Dann haben wir noch die Welt der Elfen und ab geht's ins Land von Bajala. Auch hier haben wir wieder so ein paar schöne Bilderchen drauf, was es gleich gibt. Ist das nicht putzig? Gucken wir gleich mal rein. Da haben wir hier die Delfinmama mit Babys, die Dracheninsel mit Schatz, einmal Sarah magisches Blütenboot. Bei allen Sachen, die ihr hier seht, ihr könnt jederzeit, habe ich am Anfang schon gesagt, pausieren und die Sachen genauer anschauen. Auch hier haben wir wieder verschiedene Hinweise. Wir haben hier Aufkleber dabei, bei vielen Sachen. Ihr wisst, Aufkleber sind nicht so sehr meine Sache. Viele mögen sie. Ich finde nur immer, Aufkleber sind im ersten Moment, A, ist es natürlich teilweise, wo sie hingehören, ein bisschen blöd, sie gerade aufzubringen. Und B, wenn sie länger drauf sind, sehen sie nicht mehr schön aus. Weil sie fangen dann an zu verbleichen, sie fangen an, sich abzuribbeln. Und manchmal hat man dann, wenn man sie dann runterbringt, nur noch so eine, ja, so eine komische gummierte Schicht drauf. Ich würde sagen, bei den Preisen, die hier Schleich aufruft, könnte sie das auch ruhig alles bedrucken.
würde der Sache keinen Abbruch tun. Die paar Cent mehr sollten durchaus funktionieren. Wenn man dann noch so einen Schleichaufkleberbogen dazulegt, weil man noch die eigenen Sachen dekorieren will, wunderbar. Auf den Produkten kann man auch Gleichdrucke bringen. Wir haben hier glitzerndes Blütenhaus mit Einhörnern, See und Stall. Das ist mir noch so gar nicht aufgefallen. Das ist ja richtig niedlich. Aber ich glaube, das gibt es auch schon länger. Dann haben wir Aielas Ausritt, Meerjungfrau auf Meereinhorn. Marvins Tierkindergarten, das war das, was ich schon gesagt habe, was ich so sehr, sehr niedlich finde, hier mit diesen kleinen Drachenbabys und was weiß ich, das noch alles ist, diese Fabelwesen. Das ist schon extrem putzig. Das kann man, wie man hier sieht, auch schön zuklappen, dann hätte man das gleich weggeräumt. Man kann es wahrscheinlich auch irgendwo hinhängen und dann ist es auch gut. Dann haben wir Training für geflügelte Babylöwen, die ja neu sind. Das sieht man hier. Die sollen im März kommen. Auch da kann man überlegen, ob das sich vielleicht ein bisschen verzögert. Und schlüpfende Babyeulen. Babyeulen sind natürlich auch niedlich. Dann haben wir hier Regenbogen-Einhornstute, Regenbogen-Einhornfohlen, Pegasusfohlen, Isabelle, Meerjungfrau mit Babyrobbe in Muschel, Sera mit Blüteneinhorn. Sura mit Glitzer-Pegasus, Marven mit Glitzer-Einhorn, Feya mit Pegasus-Einhorn und Aiela mit Prinzessinnen-Einhorn. Meereseinhornstute, Meereseinhornhengst, Meereseinhornfohlen, Schmuckeinhornstute, Schmuck-Pegasus-Hengst, Schmuckeinhorn-Pegasus-Fohlen, geflügeltes Regenbogeneinhorn, geflügeltes Regenbogeneinhornfohlen. Mondeinhornhengst, diese Glitzer-Symbole, die man hier so sieht, bedeutet, dass die Tiere irgendwo am Körper kleine Steinchen drin haben, die richtig glitzern, wie das man es teilweise von Kleidung kennt, wo so kleine Glitzersteinchen draufgebracht sind. Sowas ist dann auch bei den Tieren drauf. Wir haben hier die Sternenpegasusstute, Sternenschnuppen-Einhornfohlen, Blütenpegasus, Blüteneinhornfohlen, Blütendrache und Kind, Meerjungfrau Feja auf Unterwassereinhorn, Meerjungfrau Aiela auf Unterwasserpferd. Dann haben wir neu die ganzen kleinen Einhornfohlen, das Florani, das Lenuja, das Olaria, das Walda, das Elani und das Rayana. Die kommen in so Sammeltütchen. Das gibt es also wahrscheinlich entweder so Displays. Wir werden natürlich das Display nicht bei uns stehen haben. Macht ja keinen Sinn, weil man die Sachen ja einzeln ordern kann. Die sind aber vorne drauf abgebildet. Also man kriegt nicht zufällig eins. Man kann genau das wählen, was man will. Auch wenn man das Display beim Händler draußen irgendwo stehen sieht. Man kann schauen, welches man haben möchte. Würde natürlich teilweise ein bisschen schwierig sein, wenn es bestimmte gibt, die sehr, sehr beliebt sind. Dann könnte es sein, dass das eine Fohlen immer schon weg ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Oder ob sie sich gleichmäßig verkaufen. Weil. Ich denke, das ist ja farblich abhängig, was man lieber möchte. So, dann haben wir hier die Elfe auf Glitzereule, Elfe auf geflügelten Löwen, Mandala Einhornhengst, Mandala Einhornfohlen, Mandala Einhornstute. Auch hier bei den neuen hat man wieder die Verknüpfung. Man sieht hier, da haben wir den Hengst, da zeigt wird die Stute und das Fohlen abgebildet. Das weiß man auch eigentlich so, wie schon gesagt. Dann reisen wir jetzt hier noch in die Welt des Films. Wir haben hier zum Film noch die Marveen. Mit Nugur und Pu, Movie Feya, Movie Sera und Yaro, Movie Sura mit Papagei Krak, Movie Nurai mit Rabe Muyun, Aiela mit Einhorn, Eiskulptur. Das finde ich sehr, sehr interessant. Da bin ich echt mal gespannt, weil das werde ich mir ganz sicher genauer anschauen. Das scheint so ein bisschen auch so durchsichtiger Kunststoff zu sein, wie wir schon bei diesen Eissachen gesehen haben. Dann haben wir hier Movie Laikos, Nugur und Pu, Movie Ophira und Muyin. Und den Movie Antila. Das war dann jetzt die Bayala-Welt und dann haben wir nur noch übrig die Schlümpfe. Schlümpfe sind ja so eine Sache von Schleich, die sie schon ewig gehabt haben und waren ja auch mal so in den, boah, was würde ich mal so sagen? Naja, Anfang der 80er, so der absolute Hype. Schlümpfe wurden gesammelt ohne Ende. Es gab für jedes, alles wurde geschlumpft. Dann schauen wir mal, was es noch gibt. Wir haben den Bräutigam-Schlumpf, den Schlumpf mit Kleeblatt. Brautschlumpfine, Schlumpfhausen mit zwei Figuren, Fußballschlumpf mit Ball, Fußballschlumpf-Torhüter, Clumsy-Schlumpf, Hefti-Schlumpf, Schlaubi-Schlumpf, Schlumpfine, Papa-Schlumpf, Torti-Schlumpf, Schlumpf mit Geschenk, Schlumpf mit Herz, Schlumpf mit Schmetterling, Schlumpf mit Glückspilz, Schlumpf mit Zahn, Schlumpf mit Flasche, Schlumpf mit Medaille, Schlumpf mit Schild, Gargamel, Azrael und dann entsprechend die sortierten Schlümpfe.
Es gibt natürlich Leute, die diese Schlümpfe sammeln und da kann man sich das natürlich entsprechend auch weitersetzen. Es gibt Leute, die haben setzkastenweise Schlümpfe voll, aber es ist natürlich auch mal ganz nett, so ein Schlumpf, wenn man was verschenkt, einfach so einen kleinen Schlumpf drauf zu packen. Selbst die Leute, die es nicht sammeln, die es gekannt haben von früher, würden sich darüber freuen, dass so ein kleiner blauer Mann da drauf sitzt. Die es nicht kennen, werden es trotzdem niedlich finden, weil sie sind ja doch auch durchaus absolut putzig. Ja, das war es jetzt hier zum Katalog. Wir haben dann nur noch hier hinter die Übersicht einfach nach den Produktnummern aufgeführt. Nichts mehr Großartiges und das war dann die Rückseite. Das Video war jetzt wahrscheinlich doch ein bisschen länger als gedacht, weil ich dachte, wir blättern jetzt einfach mal schnell den Katalog dazu durch. Aber jetzt habe ich mehr gequatscht, als ich wollte. Ich hoffe, dass ich das jetzt bald noch dann zusammengeschnitten bekomme. Also ein paar Sachen habe ich halt doppelt gesagt und das müssen wir vielleicht rausnehmen. Ja, das war dann jetzt der Katalog. Ich denke, wir haben jetzt einen guten Überblick. Das ist also jedenfalls das, was es im ersten Halbjahr von Schleich im Programm gibt. Jetzt kann man entsprechend seine Planung machen, was man noch braucht, was man nicht braucht, was man schon hat oder was in dem Katalog, was man unbedingt haben wollte, noch fehlt und man versucht noch schnell zu besorgen. Sobald wir dann auch noch Neuigkeiten haben fürs zweite Halbjahr, die wir vorausgeben dürfen, weil die Neuigkeiten sind ja eigentlich schon alle bekannt, dann machen wir dies natürlich auch. Und in der Zwischenzeit werden wir, wie gerade auch schon im Video mehrfach versprochen, ja, alles Mögliche auspacken und angucken, oder? Damit wünsche ich allen wie immer einen schönen Abend. Bleibt mir gesund, habt viel Spaß, sammelt fleißig und wie immer, happy collecting!